Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Kapselpiloten, zum Planetary Interaction Tutorial. Eine halbe Ewigkeit will ich dieses Tutorial jetzt schon machen und gehe es jetzt einfach mal an. Hab zwar selbst schon ewig keine Planetary Interaction gemacht, aber das Basisprinzip ist immer das gleiche. Was ist Planetary Interaction? Planetary Interaction ist der Abbau von Ressourcen auf einem Planeten. Und diese Ressourcen, also das Rohmaterial, kann man auch direkt auf dem Planeten dann schon in verschiedenen Stufen weiterarbeiten. Ihr könnt die einzelnen Stufen auch, wie ihr möchtet, weiterverkaufen. Das heißt, das Rohmaterial, das eine Stufe verbesserte und so weiter. Oder auch das Endprodukt, wie ihr das möchtet. Das ist ganz bei euch in dem Fall. Man kann damit verschiedene Sachen herstellen. Es gibt zwei PDFs, die ich hier euch zu empfehlen kann. Die haue ich euch auch mal in die Beschreibung. Das erste PDF erklärt ziemlich gut nochmal zusammengefasst, wie der ganze Spaß funktioniert, wie das alles so abläuft. Und das zweite PDF erklärt, was man damit alles herstellen kann und was man dazu alles braucht. Das ist allerdings auch schon etwas älter. Also hier immer nochmal ein bisschen nachhaken, ob dem da noch alles so ist. Ich wüsste auch nicht, dass dieses PDF zwischendurch mal geupdatet wurde. Gerade im Zusammenhang jetzt mit Zitadellen und Postfuels und so weiter. Da hat sich, ich habe es noch nicht, selbst noch nicht nachgeschaut, aber da hat sich eventuell etwas geändert. Da müsstet ihr dann mal halt immer nachschauen. In dem PDF, wie gesagt, ob das dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video jetzt schaut, alles noch so ist, wie ich das dann in dem PDF quasi, ihr es in dem PDF vorfindet. So, was braucht ihr noch so für Planetary Interaction, außer natürlich wie üblich in EVE Online Skills. Ihr solltet hier irgendein nettes Schiff zum Transport des Materials haben, am besten direkt vom Planeten, der empfiehlt sich am besten irgendein Industrieschiff. Ich habe hier jetzt eine Iltron Mark 5 mit ein paar Extendern, das ein bisschen mehr reinpasst in den ganzen Spaß. In meinem Fall 35.000 Kubikmeter. Ist nicht gerickt, das Ding. Und ja, die Skills natürlich. Schauen wir uns die mal an. Die findet ihr in eurem Charakterbogen in den Skills unter Planet Management. Und das Ganze fängt hier an. Wir fangen es jetzt mal hier an, weil es der Grundskill ist, wenn man so will, dass man den ganzen Spaß anfangen kann. Das ist nämlich Command Center Upgrades. Und zwar, wenn ihr ja den Abbau beginnen wollt, müsst ihr euch ein sogenanntes Command Center kaufen und dieses könnt ihr upgraden. Und umso mehr ihr das upgradet, desto mehr Energie liefert euch das und desto mehr Gebäude könnt ihr auf diesem Planeten stellen. Also im Prinzip ist das so ein Must-Have Level 5 Skill, damit ihr aus einem Planeten, wo ihr abbaut, eben das Maximum rausholen könnt, indem ihr die größte Gebäudeanzahl da drauf stellt. Dann haben wir hier Interplanetary Consolidation. Der Skill bedeutet im Prinzip, umso höher dieser Skill ist, desto mehr Planeten könnt ihr gleichzeitig verwalten, bis zu einem Maximum von 6. Das heißt, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, am besten diesen Skill Minimum auf 4, natürlich eher auf 5, weil umso mehr Planeten, desto mehr geht. Dann haben wir hier Planetology, das Verständnis der Planetenevolution, so dass höher aufgelöste planetare Scandaten für Ressourcen von ihnen interpretiert werden können. Oder zu Deutsch übersetzt, wenn wir uns einen Planeten anschauen, dann benutzen wir Scanner, um zu sehen, welche Rohmaterialien wo genau auf dem Planeten sind. Und umso höher dieser Skill ist, desto genauer zeigt uns das Ding an, wo wir jetzt unsere Abbaugerätschaften genau hinsetzen müssen. Also in dem Fall die, sagen wir, Bohrköpfe einfach. Wenn ihr den auf zum Beispiel 1 habt oder 0 habt, dann kriegt ihr da halt relativ große Flecken angezeigt und müsst in diesem riesen Flecken halt ewig die Bohrköpfe quasi hin und her setzen, um den Punkt zu finden, wo ihr das Optimale an dieser Stelle rausholen könnt. Und hier eben wird es genauer. Dazu gibt es zusätzlich den Skill Advanced Planetology, der das Ganze nochmal verbessert. Deshalb habe ich den auch vorhin
übersprungen. Und hier Remote Sensing, die Fähigkeit, Sensordaten von einem Planeten umkreisenden Satelliten auszulesen und zu analysieren. Dies führt zu exakt kalibrierten Vermessungen. So, Level 1 erlaubt es innerhalb von einem Lichtjahr, 3 Lichtjahre, 5 Lichtjahre, 7 Lichtjahre und 9 Lichtjahre. Oder mit anderen Worten, umso höher dieser Skill ist, desto größer ist die Entfernung, in der wir Planeten verwalten können. Denn wir müssten nicht jedes Mal an dem Planeten direkt fliegen, um unseren Planeten jetzt verwalten zu können. Wenn wir zum Beispiel die verschiedenen Planeten, die wir uns so geholt haben, über 2, 3 verschiedene Systeme verteilt haben, gibt es hier im Neocom-Menü unter Wirtschaft den Punkt Planetare. Kolonien, verwalten Sie Ihre besiedelten Planeten und deren Ressourcen in ganz New Eden. So, und ich habe hier offensichtlich jetzt noch nichts drin. Aber dann würde mir hier eine Kolonie angezeigt bekommen. Ich würde auf Planeten ansehen klicken und dann geht das Fenster auf, wie wir es gleich sehen werden. Ich habe vor, jetzt ein bisschen Enriched Uranium auf einem Plasmaplaneten zu erstellen, um irgendein Endprodukt, freigesprochen, herzustellen. Braucht ihr meistens mehr als einen Planetentypen. Das heißt, bei Enriched Uranium ist es so, das kann man auf einem Plasmaplaneten komplett auf einem Planeten herstellen, aber meistens ist es so, dass ihr mehrere verschiedene Planetentypen dazu braucht. Wobei wir da auch gleich wären, dass es halt verschiedene Planetentypen mit verschiedenen Mengen auch gibt. Das heißt zum Beispiel Aqueous Liquids kann man mehr als nur auf einem Planet abbauen und das kommt da in unterschiedlichen Mengen vor und wie üblich im High-Sec gibt es weniger als im Low-Sec oder im 0-0. Aber das war ja mal wieder irgendwie klar. Das ist ja immer der gleiche Käse. So, was wir brauchen ist ein Command Center. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Deshalb habe ich hier vorhin schon mal gesucht, brauchen wir ein Command Center. Um ganz genau zu sein, ihr seht, es gibt verschiedene, wir brauchen ein Plasma Command Center. Und oh Schreck, so ein Zufall an dieser Station, gibt es zufällig eins? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da mal was vorbereitet. So, wir kaufen uns das Ding. Und schmeißen das dann auch zugleich mal hier rein. So. Und wir schauen in die schöne Gatter mal rein. Ob Beta oder nicht, ist völlig Wumpe, denn wir wollen uns Planeten anzeigen lassen, nämlich Plasma. Hier seht ihr übrigens auch gleich die verschiedenen Planetentypen. Wir wollen einen Plasma-Planeten und es gibt hier in Azarakis einen Plasma-Planeten. So, da machen wir uns jetzt auch schnurstracks hin. Fatzi, Fatzi. Übrigens, für alle meine längeren Abonnenten, die sich jetzt wundern, hey, auf einmal kommt jetzt wieder ein Video. Jawohl, ja. Ich habe quasi ab heute, und ich meine damit wirklich ab heute, auch wieder die Zeit, Videos aufzunehmen. Und deshalb kommt natürlich auch direkt mal ein Video. Unfassbar. So, wir sind hier. Und wir haben hier auf der rechten Seite das... kann man zum Beispiel hier im General Tab machen oder auch im Board 2. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Euch einfach hier die Planetentypen rauszusortieren. Und es tut mir furchtbar leid, aber ich muss die Musik nochmal ein kleines Stück leiser machen, damit ich nicht gegen mich selbst bzw. die Musik anbrüllen muss. Und da könnt ihr halt die ganzen verschiedenen Planetentypen sehen. Und wenn ihr einen Rechtsklick da drauf macht, könnt ihr hier im Planetenmodus betrachten klicken und dann kommt ihr im Prinzip schon in das Planetary Interaction Fenster. Ich werde jetzt aber erstmal noch kurz vorher an den Planeten ranwarpen, um euch die Zollstation zu zeigen. So, dazu lasse ich mir jetzt hier auch mal schön alles anzeigen. Es gibt nämlich 2 Methoden, wie ihr das, was ihr abgebaut habt, holen könnt in dem Sinne. Das eine ist, ihr könnt quasi den Abschuss
einer ganz normalen Can in den Orbit verursachen, wie auch immer. Und dann bewegt sie sich hier halt im All. Ihr könnt sie dann anworpen, euch das Zeug rausholen, und damit ist aber natürlich die Reichweite, also die Menge ist da ziemlich begrenzt, und rein hypothetisch könnte euch jemand das natürlich klauen. Und dann gibt es hier sogenannte Customs Offices, also die Zollstationen. Und der Nachteil daran ist aber, dass Abschießen der Cans ist kostenlos. Und diese Customs Offices hier sind von Spielern gesteuert, eventuell auch aufgestellt und gesteuert, und die verlangen dafür eben eine Zollgebühr von so und so viel Prozent an dem Warenwert von dem, was ihr hochschießt. Die Prozentwerte sind unterschiedlich. Hier in dem Fall sind es 16%. Ihr könnt mit der Corp oder mit der Allianz oder wem auch immer das hier gehört, in Verhandlungen treten, um zu sagen, hey, kriege ich hier irgendwelche Sonderpreise, weil könnt euch hier andere Preise aushandeln. Das geht, das können die einstellen. Aber standardmäßig, wenn ihr irgendwie nichts mit dem halt zu tun habt, haben die hier irgendeinen gewissen Steuersatz ohne irgendwelche Rabatte. Und jetzt einfach hier zum Zeigen, werde ich natürlich jetzt einfach es so machen. Hier haben wir so ein Customs Offices. Wie man zeigt, die Dinger sind nicht gerade klein. Aber einfach nur mal, damit ihr es gesehen habt. So, weil ich schon so schön von geredet habe, begeben wir uns jetzt mal hier in den Planetenmodus. Das dauert ein paar Sekunden jetzt, bis er es geladen hat. Oder auch ein paar sehr viele. Das kommt ganz drauf an. Also eben in meinem kleinen Test, wie flott das mittlerweile geht, hat so 20 Sekunden gedauert ungefähr, bis er es geladen hat. Und kaum habe ich mit diesem Thema angefangen, sind auch schon wieder um die 13 Minuten Video rum. So, nun da wir im Planetenmodus angekommen sind, können wir, wenn wir wollen, den Overview mal zur Seite klappen, damit wir auch was sehen, denn der Hauptpunkt, auf den wir uns konzentrieren wollen, ist hier oben links. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, unsere ganzen Gebäude zu bauen und unsere Scanner zu benutzen. So, wir wollen jetzt Heavy Metals und Noble Metals ausscannen, denn aus denen kann man Enriched Uranium bauen. So, dafür klicken wir einfach auf das Material, was wir brauchen, und können hier diesen Scanner quasi hin und her bewegen, um zu gucken, wo gibt's denn hier überhaupt was. Am besten stellen wir das Ding erstmal hier schön auf grob ein, wo wir sehen, dass wir nichts sehen, und bewegen den Scanner hier Stück für Stück hier so, dass wir hier mal grob was sehen für das eine Material, und gucken dann, wo ist das andere Material. Wir wollen, dass die Materialien, die wir abbauen möchten, möglichst nah beieinander liegen, und wir haben hier auch schon zwei Stellen gefunden. So. Von den Noble Metals gibt es ein bisschen weniger, deshalb ziehe ich den Scanner jetzt wieder ein bisschen auf genauer, so dass die Position da ist, weil hier, ne, sieht man auch jetzt noch riesen fetter weißer Blob und hier fast nichts. Und wir wollen jetzt ungefähr unser Command Center etwa circa in die Mitte stellen. Aha, okay, hier. Ich muss mal mit meinem Finger vor dem Bildschirm halten. Ja, ungefähr hier in dem Bereich befindet sich unsere Mitte. Das heißt, wir haben jetzt unsere wunderschöne Plasma-Kommando. Center da, klicken das hin, und noch ist das jetzt nicht abgeschickt. Wir müssen jedes Mal, bevor wir eine Änderung machen, erst auf Abschicken klicken, was jetzt auch der Fall ist. Jetzt haben wir unser erstes Command Center hier gebaut. So, unser Command Center
verfügt über eine Kapazität von 500 Kubikmeter, wo wir Sachen drin lagern können. Es hat 1675 CPU im Moment und produziert 6000 Megawatt Strom. Und da kommen wir jetzt genau zu den Upgrades, die wir vorhin bei den Skills schon hatten. Ich klicke hier nämlich jetzt auf Upgraden, sage maximale Stufe und schon haben wir 13.000 Megawatt und 23.000 CPU, was uns im Preis von 6,3 Millionen ISK jetzt kostet. Wir graden den Spaß jetzt einfach ab, schicken das Ganze ab und bam, haben wir ein schön voll ausgebautes Command Center hier. So. Jetzt haben wir hier noch andere verschiedene Gebäudetypen oder auch Typen überhaupt, nämlich die Prozessoren. Das sind die Verarbeitungsanlagen, das heißt, wenn wir Material abgebaut haben, können wir hier sie weiterverarbeiten. Wir haben Lagereinrichtungen, das sind Lager, die noch mehr Storage haben, weil 500 Kubikmeter ist natürlich ein bisschen wenig. Wir haben den Raumhafen, womit wir unser Zeug dann unter anderem in den Orbit schießen können. Und wir haben planetarische Verbindungen. Und ganz oben, was ich jetzt übergangen habe, sind unsere Abbauköpfe. Für jedes Material, das wir abbauen, brauchen wir einen Abbaukopf. Das heißt, wir fangen hier unten jetzt zum Beispiel mal mit den Heavy Metals an. Und wir wollen... Ich klicke jetzt hier mal auf den Kopf. Der zeigt uns an, in welchem Bereich er abbauen kann mit diesem weißen, ja, mit diesem weißen Kreis. Und wir wollen, weil die Verbindungen zwischen den Gebäuden Energie brauchen, beziehungsweise die Verbindungen zwischen dem Command Center und unserem Abbaukopf, in dem Fall Energie verbraucht, wollen wir das so nah wie es irgendwie geht ans Command Center bauen. Wir müssen aber auch bedenken, dass wenn wir hier irgendwann das Zeug abgebaut haben, dass wir es vielleicht das nächste Mal hier haben oder hier oder hier. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier sehen, wo das ist, gucken, dass wir es entweder später halt abreißen und umsetzen oder dass wir es halt versuchen so aufzustellen, dass wir einen möglichst netten Bereich haben, der möglichst nah am Command Center dran ist, was eine ziemlich beknackte Aufgabe ist, aber naja gut. So, ich setze es jetzt so nah wie es geht daran und ihr seht schon, wenn es zu nah ist, wird der Kram rot. Ich setze jetzt mal meinen Blick über das Command Center drüber, damit ich sehe, wo ich den Spaß hinbaue. So etwa, genau. Das passt für uns. 45.000 ISK, wir sagen okay. So, dann baue ich gleich für die Noble Metals auch das Ding auf. Da stelle ich die Scanner mir hier so ein, dass der ganze Spaß schön genau ist. Sage hier die nächste Extractor Control Unit und da seht ihr auch schon mit der Entfernung hier ist das jetzt schon ein bisschen knapper, weil wenn das nächste Mal das hier irgendwo kommt, müssen wir das halt dann entsprechend versetzen, aber in dem Fall passt das Ganze noch und ich versuche das jetzt irgendwie so, dass das so passt hier hinzusetzen und jawohl. So. Ich könnte jetzt gleich von dieser Abbaueinheit hier quasi die Bohrköpfe hier hinsetzen und könnte sagen, bohr schon mal los. Ich glaube, das werde ich auch machen, denn es dauert immer eine Zeit lang, bis der ganze Spaß abgebaut ist. Jetzt fragt er uns hier oben rechts in der Ecke, was möchtest du sehen, was möchtest du abbauen mit diesem... Mit dieser Extractor Control Unit, in dem Fall sagen wir Noble Metals. Den Scanner hatten wir uns ja schon eingestellt. Und hier kann ich eine Menge an Abbauköpfen wählen. Und die verbrauchen aber eine gewisse Menge Strom, wie wir hier sehen. Und für den zweiten bräuchte das ja auch eine gewisse Menge Strom. Das heißt, man muss halt hier irgendwie gucken, dass wir Strom- und CPU-technisch so hinkommen, dass wir halt die richtige Menge abbauen, denn wir brauchen ja eine gewisse Menge von Material A und eine gewisse Menge von Material B, um daraus unser Produkt zu bauen. Das muss man sich dann hier einfach ein bisschen, ja, zusammenbauen. Ich mache jetzt erstmal nur einen
um ein paar Kleinigkeiten zu erklären. Ich kann den hier jetzt einfach per Drag and Drop hier oben in dieses Zentrum setzen und ihr seht dann hier, ich ziehe das mal ein bisschen weiter rüber, ihr seht dann hier die Menge aus, die Menge, die in dem Fall pro Stunde abgebaut wird, die dann bei einer Stunde Laufzeit, die ich gerade hier eingestellt habe, 5336 Einheiten ergibt. Wenn ich die Laufzeit jetzt erhöhe, wird erstens dieser Kreis hier viel größer, Punkt Nummer 1, aber Punkt Nummer 2 ist, die Ausgabe pro Stunde ist nur 1082 Einheiten und die gesamte Zeit ist aber in dieser gesamten Laufzeit von 14 Tagen aber 336.000 Einheiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einmal am Tag online kommt, schaut, dass ihr das irgendwie auf den Tag stellt, je nachdem, also diese Menge an, soll ich sagen, Ausgabe je Stunde müsst ihr dann halt euch selbst überlegen. Ich stelle es jetzt einfach mal auf einen Tag. Das ist für mich optimal. Das könnt ihr euch natürlich selbst auswählen, was dafür euch das Nette wäre. Und wenn ihr seht, wenn ich das jetzt hier lang bewege, zeigt er mir auch direkt an, wie viel er hier an dieser Stelle abbauen würde. So, ich nehme jetzt einfach mal zusätzlich 2, 3 von diesen Kollegen dazu. Obwohl, ich kann sie erstmal hier im Leeren lassen. Setze den hier hin und sage 7200, was hatten wir hier eben? 63. Ich nehme Nummer 2 und versuche hier zu gucken. 13.300. Das haben wir hier nicht alles. 13.000. Ne, das war 12.9. 11.9. 13. 19.200. Hier so. Ja, so etwa. Machen wir es mal so. Ist ja bei mir jetzt hier fürs Tutorial nicht ganz so wichtig, ob das die ein oder andere Einheit mehr oder weniger ist. So, dann haben wir ja 16.4. Ihr seht schon, dass... oh, da war eben relativ... zu nah, ich war zu viel. Diese Kreise, die ihr hier seht, dürfen sich nicht gegenseitig überlappen. Ihr müsst das, damit sie optimal funktionieren, weil die sich gegenseitig stören. Ihr seht da oben minus 20% Malus. Damit die optimal funktionieren, dürfen die sich nicht überlappen. So, 16.000. 16.3. Ja, machen wir's, lassen wir es einfach erstmal so. 20. 21. 24. Ja, ihr seht schon, es kann hier durchaus sein, dass man hier auch mal mehr abbaut, trotz dessen, dass man sie überlappt. Ja, ich setze es jetzt einfach erstmal so hin. Ist ja erstmal aus Vorführzwecken. Und sage Programm installieren. So, dann muss ich das natürlich wie bei jedem Kram erstmal hier die Änderung abschicken. Der fängt jetzt munter fleißig an, Sachen abzubauen. Was wir daran sehen können, dass wenn wir hier reinklicken, steht da Programm 10 Noble Metals abgebaut. So, jetzt nehmen wir Kollege Nummer 2. Vermessung der Ablagerung. Wir klicken auf unsere Heavy Metals, die wir hier unten haben. Dann müssen wir den Scanner nochmal ein bisschen rekalibrieren, weil hier natürlich jetzt erheblich weniger liegt. Wir nehmen hier uns unsere 2, 3, 4 Abbauköpfe. Oh, könnte sogar noch deutlich mehr. Bei dem anderen wollen wir dann auch mehr. Und ich setze die jetzt mal so hin. Was haben wir hier? What? 13.4 hatten wir da gerade. Wo ist es? 13. Na hallo? 13.4, 13.6. Genau aus dem Grund, was ihr hier gerade seht, ist es auch ziemlich wichtig, die Skills für halt genaues Scannen hochzutreiben, weil ihr hier nämlich sonst eine halbe Ewigkeit damit beschäftigt seid, diese Kollegen hier halt hin und her zu versetzen. 24. Und ihr seht, da gibt es durchaus mal ganz schöne Sprünge zwischendurch. Immer mal wieder. So. So, ich stelle auch den Kollegen hier jetzt mal auf einen Tag. Dann baut er einen Tag lang ab. Nein, nicht eine Stunde, einen Tag. Na, aber hallo. 21 Stunden,
bei 24, genau. Ein Tag. So, Programm installieren. Jawohl, auch der baut jetzt nach dem Abschicken ab. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen zwischen den Gebäuden eine Verbindung herstellen. So, da klicken wir hier auf das Gebäude und sagen Verbindung. Neu erstellen. Und dann seht ihr, kriege ich hier diese Linie angezeigt. Und umso länger die Wert, desto mehr Megawatt und mehr CPU braucht es. Deshalb wollen wir die so nah wie möglich nebeneinander stellen. So, wir schicken den Spaß ab. Machen das auch für Gebäude Nummer 2 und verbinden, wobei mit dem Command Center verbinden, fällt mir gerade ein, ist eigentlich ziemlicher Quark, denn wir bauen uns ein Lager. So, das baue ich jetzt hier mal so mittig zwischen diese beiden hin, okay. So, und die Verbindung können wir natürlich wieder rausschmeißen. Bauen das dahin. Bauen die Verbindung dahin. So. Schicken das ab. Und jetzt sagen wir hier auf Produkte. Wir klicken das entsprechende Produkt an und sagen Transportweg erstellen. Wir klicken auf das Gebäude, was wir haben wollen. Und sagen Transportweg erstellen. Hier auch Produkte. Heavy Metals, Transportweg erstellen, klicken auf das Gebäude, so. Jetzt wird der ganze Kram, und es dauert einen Moment, hier in das Lager transferiert. Man sieht das hier auch daran, dass sich eben diese Punkte hier bewegen. Mit der Zeit füllt sich dann hier diese 12.000 Kubikmeter, die wir jetzt hier haben, immer mehr und mehr das Lager. Ihr könnt dafür, wenn ihr wollt, je nach Menge, die ihr da bearbeitet, auch den Raumhafen bzw. den Spaceport nutzen. Ich nutze dafür ganz gern diese Lager. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ihr baut diese Rohmaterialien ab und transportiert die irgendwo hin. Von diesem Ort baut ihr die, und das haben wir ja vorhin schon erwähnt, baut ihr diese verarbeitenden Gebäude hin. In dem Fall eine Plasma Basic Industry Facility. Das ist quasi, damit wir die erste Stufe daraus bauen können. Ich mache jetzt mal auch hier wieder so nah wie möglich das Ding ran. Sage abschicken und baue dann gleich eine Advanced nebendran. So. Schicke das ab. So, dann baue ich eine Verbindung. Nämlich von diesem Gebäude hier, von unserem Lager, so unserer Basic Facility. Und eine Verbindung hierhin. So, und das Ganze funktioniert dann quasi so, wie gesagt, das Abgebaute in das Storage, vom Storage in die erste Fabrik, von da aus zurück, von da aus hier rein und dann zum Beispiel von da aus in den Spaceport oder hier wieder ins Lager und vom Lager aus in euren Raumhafen, um es ab... Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr seht schon die Positionierung und die Transportwege des Ganzen, um möglichst effizient zu arbeiten, sind ein zentraler Teil der ganzen Geschichte. Da gibt es verschiedene Fotos und Anleitungen dazu, wie man das machen kann. Auch ihr könntet zum Beispiel auf einem Planeten nur verarbeiten, das heißt euch die Rohmaterialien kaufen und nur die Verarbeitung zum Beispiel auf verschiedenen Planeten machen. Das könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr lustig seid, wenn man es mal so sagen will. Das Wichtige dabei ist halt, dass ihr entsprechend die Dinger möglichst nah und effizient aneinander baut, um eben diese Stromkosten, die hier entstehen, zu sparen und möglichst viel hier abzubauen zu können oder eben auch möglichst viel Gebäude aufstellen zu können, ganz simpel. Ich habe auf meinem ersten Account hier Setups, die ja, deutlich hübscher sind als das, was ich hier jetzt gerade zusammengebastelt habe. So, haben wir eine Verbindung schon zum... Nein, haben wir nicht.
Deshalb bauen wir auch gleich eine auf. So, schauen wir mal. Ist denn da schon was angekommen? Nein, hier ist leider noch nichts angekommen, was sehr schade ist. Mal gucken. Wir haben ja 10 Noble Metals weitergeleitet. Aktueller Zyklus 7 von 15 Minuten. Das heißt, damit wir hier das weiter transportieren können, müssen wir einen Transportweg erstellen, nämlich in unserer Basic Facility. Dann sagen wir hier Transportwege Heavy Metals. Transportweg, haben wir schon. Haben wir schon. So. Transportweg. Ja, Ressource ist nicht Bestandteil des aktuellen Schemas. Was er uns damit sagen will, ist, und das ist jetzt der Sache geschuldet, dass ich selbst eine Zeit lang kein Planetary Interaction gemacht habe. Wir müssen erst in diese Fabrik rein und müssen hier unter Schema das auswählen, was wir herstellen wollen. Nämlich, wir brauchen aus Noble Metals müssen wir Precious Metal Schematic bauen. Precious Metal Schematics. Precious Metals. So, dazu brauchen wir Eingabe einmal Noble Metals mal 3000 und der Ertrag sind 20 Precious Metals. So. Diese müssen wir hierhin zurückstellen und wir konnten eben die Noble Metals nicht hierhin versetzen. So. Jetzt habe ich quasi über den Punkt Transportweg erstellen, habe ich gesagt, die Noble Metals sollen hierhin und das, was da rauskommt, soll wieder hierhin zurück. So, das müssen wir den ganzen Spaß auch noch für unser zweites Material machen. So. Das setze ich jetzt einfach mal hier grob hin. So, abschicken. Dann erstellen wir auch hier wieder eine Verbindung. So, und ich brauche hier jetzt von den Heavy Metals brauche ich Toxic Metals Schematic. Toxic Metals Schematic. Ich lese das übrigens aus dem PDF, was ich eingangs erwähnt habe, gerade einfach auch nur nebenbei ab. Nicht, dass ihr denkt, ich kann das alles auswendig, da würde ich durchdrehen. So. Wenn die fertig sind, sollen die in unserer Lager Transportweg stellen. Und von unserem Lager aus auch brauchen wir unsere Heavy Metals und die sollen dahin. So. Und hier können wir jetzt sehen, wir brauchen Enriched Uranium. Und dazu brauchen wir eben die Precious Metals und die Toxic Metals. Und daraus kommt Enriched Uranium. Das heißt, ich sage hier jetzt, ich möchte Enriched Uranium herstellen. Klick installieren. Ich glaube, den Transportweg hatten wir schon erstellt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, die Verbindung besteht bereits. Also müssen wir hier sagen, wir brauchen Precious Metals. Die kommen in unsere Advanced rein. Und wir sagen hier, wir brauchen Toxic Metals. Und die kommen in unsere Advanced rein. Transportweg erstellen. Jawohl. Und das, was dabei rauskommt, was wir jetzt nicht sehen können, wollen wir dann in unseren Spaceport transportieren. Entweder von hier aus direkt oder vom Lager aus, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und jetzt, um das hier nochmal zu verdeutlichen, dieses Lager hier wird quasi als Zwischenspeicher die ganze Zeit benutzt. Das heißt, hier kommen Sachen von unserem Abbau rein, werden hier gelagert und die werden von da aus dann hierhin in unsere erste Basic transportiert, wo wir eben hier unsere Noble Metals herstellen und von da aus hier auch in unsere andere, wo wir unsere Heavy Metals herstellen und die werden dann hier zurücktransportiert und
dann hier in unsere Advanced. Das mag jetzt zwar am Anfang furchtbar kompliziert klingen, aber wenn ihr das mal gemacht habt, dann werdet ihr auch das relativ schnell und flott alles wieder zusammen bekommen. Ihr könnt hauptsächlich hier eben über Produkte und über Transportwege hier auch sehen, was hier passiert. Man sieht hier, die Heavy Metals kommen hier rein und die kommen hier wieder raus. Also wenn ich hier drüber hover, Moment, hier über diese Transportwege rüber hover, sieht man hier auch schon, was da abgeht und wie belastet diese Verbindung ist und so weiter. Von wo nach wo das geht. Man sieht das jetzt leider, weil es sehr schlecht ist, klein, aber bei Precious Metals achtet man hierauf. Wenn ich hier mit der Maus rüber hover, wird diese eine Verbindung orange. Daran kann ich jetzt sehen, von wo nach wo und in welche Richtung das transportiert wird. Zum Beispiel hier Noble Metals vom Zentrum dahin. Man kann es wegen dieser Zahl, die da steht, jetzt leider ganz schlecht erkennen. Ja, das heißt, ihr müsst euch einfach im Prinzip im Vorhinein angucken, was will ich produzieren, was brauche ich dafür, die Produktionskette, und Abbau, Speichern in die erste, um es zu verarbeiten, und dann könntet ihr das ja auch schon verkaufen, wieder ins Lager zurück, in das zweite für ein Fertigprodukt und von da aus dann in den Orbit transportiert. Ich würde jetzt ganz gerne mal sehen, wie weit haben wir denn hier? Wie weit sind wir denn hier schon? Nein, da wollten wir nicht hin. So, wo sind wir denn? Ich möchte das Lager sehen. Das Lager ist noch leer, weil wahrscheinlich hier der Zyklus noch nicht abgelaufen ist. Ah, ich sollte auch mal auf Abschicken drücken. Genau, der Zyklus läuft hier bei 13 Minuten. Genau. Den kleinen Moment, die eine Minute, möchte ich jetzt noch warten, damit ihr hier gleich seht. Hier werden gleich 5537 Einheiten kommen und die werden dann hier rüber transportiert. So, der Zyklus ist gleich zu Ende. Klick. Genau. Und da fängt auch der nächste Zyklus von 15 Minuten an. Und wir... Ich muss gerade mal nachverfolgen, wo wir hier jetzt sind. Genau, wir haben jetzt hier 2537 Noble Metals Einheiten, die jetzt 30 Minuten lang produziert werden. Und das ist der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Weshalb hier so ein Zwischenspeicher benutzt wird, ist, weil es immer wieder passieren kann, dass zum Beispiel die Kollegen hier mehr produzieren, als hier verarbeitet werden kann. Oder die Kollegen mehr produzieren, als hier verarbeitet werden kann. Und deshalb, wenn ihr das direkt transportieren würdet, würde das zu Ungleichmäßigkeiten führen und immer wieder die ein oder andere Station, ich sag jetzt mal, oder der ein oder andere Punkt einfach stehen und nicht mehr arbeiten, weil irgendwas fehlt oder irgendwas zu viel ist. Deshalb wird mit diesem Gerät hier als Zwischenspeicher gearbeitet, damit hier ein Kreislauf entsteht. Wenn hier mal ein paar dieser Einheiten eben Stück für Stück eine Zeit lang gelaufen sind, hier sind wir auch gleich in einer halben Minute soweit, dann werdet ihr sehen, das kommt von dann dahin, der produziert das zu Ende, produziert es hierhin und hier wird es dann fertig produziert und in der Zwischenzeit, weil das ja quasi ein Zyklus hier 30 Minuten sind und hier und der hier, wie man an dem Kreis sehen kann, schon fast voll ist, der ist in 30 Minuten quasi fertig, aber der hat in der Zwischenzeit schon wieder zwei Zyklen abgelaufen und hat quasi in der Zeit zweimal dieses Ding hier voll gemacht. Das heißt, oder fast voll zumindest, das heißt, so, ich habe jetzt mal eine Zeit lang gewartet, damit der ganze Spaß hier ein bisschen ins Rollen kommt und habe auch vorhin den Fehler, den ich gemacht habe, hier eine Stunde anstatt einen Tag einzustellen, korrigiert, und jetzt, nachdem er ein bisschen hier gelaufen ist, kann man das System, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, wunderbar sehen. Nämlich, dass der Kollege hier seine Sachen abbaut und dann hierher transferiert. Da sieht man, dass hier halt Heavy Metals und Noble Metals noch einige auf Lager sind. Und hier quasi ist die Produktion angelaufen, und obwohl die Produktion halt schon angelaufen ist, ist hier natürlich das Lager natürlich mehr als proppe voll,
Und hier in dieser Fabrik sind, da ist auch gleich wieder ein Zyklus durch, sind die beiden Lagerplätze hier sind mit 20 von 40 Einheiten belegt und in ein paar Minuten hier werden sie dann wieder randvoll sein. Das heißt, man sieht, hier wird schneller quasi nachproduziert, als hier wirklich verarbeitet werden kann. Und am Ende wird dann quasi von hier, von dieser Advanced Fabrik, dann hier in den Spaceport das Endmaterial transportiert. So, ich hoffe, diese kleine Zusammenfassung, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.